Ja, also vielen Dank. Und ich begrüße Sie auch ganz herzlich in meinem Namen, meine alle zwei Teilnehmer heute. Das finde ich schade, dafür kriegen Sie aber dann halt Privatcoaching, wenn Sie das möchten. Das heißt, Sie können dann so viele Fragen stellen, wie viele Sie möchten und wünschen. Ich erzähle trotzdem, was ich erzählen wollte oder was ich halt vorbereitet habe. Das ist ein Überblick über verschiedene didaktische Szenarien in Adobe Connect und ich erzähle einfach darüber, was kann man machen, worauf soll man aufpassen. Erstmal wollte ich sagen, ganz praktisch, dass es damit ich dadurch zeige, wie schön halt Webinare sind. Ich befinde mich jetzt, wie Sie das hier sehen können, vielleicht hinter mir. Ich befinde mich in einer Schule, wo ich sonst halt unterrichte. Und da ich eine schöne LAN-Verbindung hier habe und meinen Laptop, kann ich das Webinar von hier aus machen. Also ich brauche einfach nur Internet und einen Platz, wo ich meinen Computer aufbauen kann oder meinen Laptop. Und dann geht das schon los. Deswegen, falls mein Kamerabild, ich habe gesehen, dass es irgendwie nicht so gut war, kann damit zusammenhängen, dass vielleicht die Verbindung halt schwankt, auch trotz der LAN-Verbindung. So, dann gehe ich mal weiter. Ich wollte Sie einfach fragen. Zuerst notieren Sie in den Chat, was Sie unter dem Begriff Webinar verstehen. Bei zwei Teilnehmern ist es nicht so spannend, aber naja, Sie können das trotzdem notieren und wir gucken uns das an. Ja, die Antwort von dem Profi. Haben wir die Antworten in beiden Chats, aber das macht nichts. Ja, ich hab's gesehen, ja. Wir können beide. Ich habe Auge für alle Chats, die laufen. Also, ja. Genau. Je nach System gibt es verschiedene Dinge, was man machen kann. Ja, vielen Dank. Also, der Begriff Webinar wird im Schulkontext oder im universitären Kontext anders aufgefasst als zum Beispiel in der freien Wirtschaft. Im universitären Kontext und wir im E-Kult verstehen unter dem Webinar genau das, was Sie hier beschrieben haben: interaktive Seminare im Netz, kurze Einheiten. Naja, wie man das nimmt. Also, ich hatte auch Seminare oder Semi-Webinare, die 90 Minuten gingen. Also, die waren halt ganz normale Seminareinheiten. Und ein Webinar hält man durch die Web-Oberfläche. Und ja, Hanna, genau so. Je nachdem, mit welchem System man arbeitet, kann man verschiedene Aktivitäten halt durchführen. Ach so, Birgit, du meinst, 90 Minuten sind kurz. Ja, gut. Okay. Ja, das kann man auch so verstehen, wenn man weiß, dass zum Beispiel in der freien Wirtschaft ein Webinar eine riesengroße Verkaufsveranstaltung bedeutet. Das ist dann komplett im Vortragsstil und ich habe an Webinaren teilgenommen, wo ich die anderen Teilnehmer überhaupt nicht gesehen habe. Ich habe nur den Moderator gesehen, beziehungsweise die Folien und ich konnte nur mit dem Moderator kommunizieren. Ich habe von den anderen Teilnehmern nicht mal die Namen gesehen. Und es stimmt, es gibt auch
lange, große Webinare. Ich habe gehört, ich habe das selber noch nicht erfahren, Gott sei Dank, aber von Kollegen, die sich damit beschäftigen, habe ich gehört, dass die Jobcenter teilweise Kurse anbieten, wo die Teilnehmer von 8 Uhr bis 4 Uhr bis 16 Uhr am Nachmittag am Computer sitzen und in Webinaren lernen. Ich finde das schwer. Also, und ich stelle mir das als ziemlich anstrengend vor, vor allem, dass die Kolleginnen meinten, die Kollegen, die Leute sitzen in einem großen Computerraum und nicht zu Hause. Ja, ich lese gerade, ihr habt kleine Webinare gemacht. Das kann auch sein. Es gibt verschiedene Formate. Wie gesagt, mich hat das oder ich habe das so erfahren, dass das halt Webinare so größere Veranstaltungen sind oder halt nicht wirklich daran liegt, dass die Leute aktiviert werden. Gut, ich sehe hier die Kommunikation. Ich warte ab, bis Hans Ulrich auch zu Ende schreibt. Ja, genau, daran habe ich gedacht. Ja, interne Schulungen nennt man dann oft Online-Schulungen oder wie auch immer. Naja. Egal, also wir verstehen hier an der Hochschule unter dem Begriff Webinar genau das, was wir jetzt hier machen, was ich erzähle. Sie hören zu und ich aktiviere Sie auch ab und zu oder ich probiere das. Gut, dann gehe ich mal zurück zu der Präsentation. Vielen Dank für Ihre Antworten und dann komme ich zu dem nächsten Punkt. Didaktische Szenarien mit Adobe Connect. Welche didaktische Szenarien sind typisch an einer Universität? Jetzt könnte ich auch noch mal in das Thema eingehen, was ist ein didaktisches Szenario? Darüber gibt es auch Diskussionen und verschiedene Diskurse in der Fachliteratur. Ich habe jetzt einfach als Grundlage die wichtigsten Lehrveranstaltungstypen genommen, die an der Universität halt einem begegnen. Zum Beispiel, ich fange mal von links an, verschiedene Seminare. Was für ein Seminar typisch ist, das werde ich dann später noch ausführlicher erzählen oder halt für Sie zusammenfassen. Kurse. Ich verstehe unter Kursen sowas wie Sprachkurse. Die sind nicht mit Seminaren gleichzusetzen. Also die haben ein bisschen ein anderes Format und ein anderes Ziel. Übung. Unter Übung verstehe ich zum Beispiel die Saalübungen der Mathematiker, wo sie halt praktisch rechnen zusammen als große Gruppe. Vorlesung natürlich die Grundlehrveranstaltungsart an einer Universität. Das ist nicht wegzudenken aus dem universitären Alltag. Und ich habe noch Exkursion aufgenommen bei vielen naturwissenschaftlichen Fächern wie Agrar, Forst, Geo, Bio und so weiter, gibt es oft Exkursionen. Ja, also jetzt mache ich den Kreis ein bisschen enger und ich gehe zu Szenarien über, die halt wirklich sehr typisch sind. Zum Beispiel Exkursionen kann ich schlecht als Webinar ersetzen. Also die praktischen Erfahrungen vor Ort und auf dem Gelände, die kann man definitiv nicht als Webinar ersetzen. Übungen, zum Beispiel wie bei der Mathematik, könnte man machen. Da gibt es ein paar technische Einschränkungen, zumindest in Adobe Connect, was die Formel betrifft. Deswegen bleibe ich bei den zwei Haupttypen, bei der Vorlesung und bei dem Seminar. Ich habe kurz zusammengefasst, was sind die wichtigsten Merkmale von einer Vorlesung, zumindest aus meiner Sicht. Natürlich könnte man das noch lange
erweitern. Aber ich habe zuerst halt die Punkte genommen. Eine Vorlesung ist sehr lehrerzentriert. Also die Aktivität geht von dem Dozenten aus, lehrerzentriert oder Dozenten und Dozentenzentriert. Das heißt, die Aktivitäten, die Leitung der Vorlesung und die Leitung des Prozesses, das geht von der Lehrperson aus. Ganz oft basieren Vorlesungen auf Präsentationen. Als ich studiert habe, gab es keine Präsentationen in dem Sinne, also keine PowerPoints und so. Da haben die Vortragenden einfach auf einer kleinen Bühne gesprochen. Aber heutzutage halt sieht man auch eine Präsentation dazu. Auf jeden Fall, ja, mit Tageslichtprojektor, das gab es bei uns nicht. Also in meiner Studienzeit gab es bei den Vorlesungen zumindest, ja, bei dem deutschen Seminar ja, aber im Seminar für Ungarisch gab es das nicht. In dem Hörsaal. Naja, genau. Auf jeden Fall wird präsentiert bei einer Vorlesung. Und das zieht alles in Richtung Inhaltsvermittlung. Also bei einer Vorlesung wird eher ein Inhalt vermittelt, ganz oft Grundlagen zu einem Thema. Und hier steht auf der Folie Aktivierung der Teilnehmer mit Fragezeichen. Aktivierung der Teilnehmer in meiner Zeit, noch vor den Zeiten des E-Learnings, Anfang der 90er in Ungarn, war es ziemlich schwer, die Teilnehmer zu aktivieren in einer Vorlesung, wo 200, 300, 400 Leute gesessen haben. Heutzutage gibt es schon die Technik dafür, aber das Fragezeichen steht da, weil ich nicht weiß, wie viele das so genau machen und wie viele das halt auch einsetzen, diese Technik. Das Seminar im Vergleich zu der Vorlesung ist lernerzentriert. Also bei den Seminaren stehen oft die Studenten in dem Vordergrund und die Lehrperson steht im Hintergrund, manchmal auch wortwörtlich. Also eine sehr typische Aktivität bei den Seminaren, zumindest in meinen Fächern, die ich studiert habe, waren Referate, wo eine Referatsgruppe oder eine referierende Studentin vorne stand und dann zu dem Thema etwas erzählt hat. Oder wir hatten auch viele Übungssituationen, ich meine hier die Grammatikübungen, das war dann Vertiefung von Inhalten. Das, was wir in der Vorlesung gehört haben, haben wir in dem Seminar dann besprochen und vertieft durchgenommen und bearbeitet. Bei den Seminaren ist die Aktivierung der Teilnehmer sehr, sehr wichtig. Ob Referatsgruppe oder der Dozent, egal wer vorne steht, die Aktivierung der Teilnehmer ist eine Voraussetzung und auch eine Erwartung an die Referatsgruppen oder an die referierenden Personen. Ja, jetzt schauen wir uns mal an, was bedeutet das für den virtuellen Raum? Hier stehen halt die Eigenschaften von einer Vorlesung, zumindest halt kurz zusammengefasst, die Eigenschaften. Wie gesagt, man könnte die Liste noch erweitern und länger machen und herausarbeiten. Aber jetzt gucken wir einfach nur darauf. Und welche Konsequenzen haben diese Eigenschaften auf die Technik in dem virtuellen Raum und ganz besonders im Adobe Connect? Bei einer Vorlesung leitet die Präsentation und die Sitzung der Dozent oder die Dozentin. Das bedeutet, dass der Dozent oder die Dozentin über eine hohe Medienkompetenz verfügen soll für die Leitung der Sitzung. Die Teilnehmer brauchen diese Kompetenz nicht unbedingt bei diesem Szenario, bei einer Vorlesung. Warum nicht? Genauso wie Sie das jetzt erleben, Sie hören zu. Wenn Sie Ihre Meinung mitteilen möchten, schreiben Sie in den Chat. Aber ansonsten
aktiviere ich halt nicht wirklich. Also sie schreiben nicht an das Whiteboard, sie sprechen nicht an das Mikrofon, ihre Kameras sind nicht an und so weiter und so fort. Deswegen kann man sagen, bei einer Vorlesung ist es wichtig, dass die Medienkompetenz der lehrenden Person halt hoch ist oder dass die lehrende Person eine Hilfe hat, eine Assistenz, einen Co-Moderator, einen technischen Moderator oder eine technische Moderatorin, die ihm zur, oder ihr zur Seite steht, bei diesem Szenario. Wie ist es mit der Technik? Hanna, Sie haben geschrieben, es hängt davon ab, mit welchem Tool man arbeitet, was man damit halt machen kann. Die Technik für eine Vorlesung ist relativ einfach. Die Anforderungen an die Technik. Was brauche ich bei einer Vorlesung? Ich muss etwas präsentieren können. Das heißt, ich brauche eine Präsentationsoberfläche. Es ist schön, wenn man den Referierenden oder die Referierende sehen kann. Das heißt, ich brauche entweder Platz für ein Foto oder Videobild. Und ich muss sprechen können und ich muss zuhören können. Das ist alles. Rückmeldung von den Teilnehmern kann ich machen, muss ich nicht. Eine Vorlesung funktioniert auch so, zumindest an der Uni. Wie dann die Qualität ist, das ist eine andere Geschichte, aber funktionieren tun Vorlesungen schon seit Hunderten von Jahren auf dieser Art und Weise. Meine Kamera streikt manchmal. Deshalb habe ich sie jetzt neu gestartet. Ja, also die technischen Anforderungen einer Vorlesung, einer Szenario mit einer Vorlesung sind relativ niedrig. Die Medienkompetenzanforderungen an die Studierenden sind niedrig. An den Dozierenden oder an die Dozierende sind sie halt im Normallevel, im Normalbereich oder halt eher hoch, je nachdem, was man machen möchte. Ja, und ich komme noch zurück. Aktivierung der Teilnehmer, genau. Wenn ich über E-Learning spreche oder über Digitalisierung der Lehrer oder digitale Lehrer oder wie auch immer, ist es für mich immer wichtig zu überlegen, habe ich einen Mehrwert durch das Medium Webkonferenzsystem oder habe ich keinen Mehrwert? Im Moment, wenn wir dieses Szenario uns angucken, auf den ersten Blick, präsentieren, der Professor spricht, ich kann den Inhalt vermitteln, das ist so gleich zu der traditionellen Vorlesung. Den Mehrwert habe ich, wenn ich bedenke, dass ich auch Studenten außerhalb der Universität oder außerhalb des Landes oder außerhalb des Kontinents reinholen kann, dann habe ich den Mehrwert. Und bei der Aktivierung der Teilnehmer. Die Aktivierung der Teilnehmer ist mittlerweile durch die Technik möglich. Dafür gibt es Clicker-Systeme oder Audience-Response-Systeme oder man nennt die auch E-Feedback-Systeme. Sie sind aber entweder Software- oder Hardware-basiert und wenn die Studierenden über diese Software bzw. Hardware nicht verfügen, dann ist die Aktivierung nicht so einfach. In dem Adobe Connect-Raum geht das aber ganz gut und ganz schmerzfrei. Das ist auch ein Mehrwert von einem virtuellen Raum und ganz besonders von Adobe Connect. Also nicht jeder Raum erlaubt das so einfach und so schnell Umfragen durchzuführen. Ja, und ich möchte Sie darum bitten, diese Umfrage jetzt zu beantworten. Es sind halt nicht so viele, aber oh, Sie machen keine Vorlesungen, aber Sie können abstimmen, ob Sie das tun würden, wenn Sie Vorlesungen machen würden. Einfach theoretisch gesehen. Gut, also wir haben ein
schönes Erlebnis, nicht Erlebnis, Entschuldigung, sondern Ergebnis. Ja, also Dankeschön. Wir haben alle dritt oder viert abgestimmt. Dankeschön. Sie müssen sich jetzt vorstellen, dass Sie diese Umfrage mit 100 Studierenden machen. Dann können Sie ganz schnell in dem virtuellen Raum bekommen Sie ganz schnell ein Ergebnis. Viel schneller und viel schmerzfreier als in einem Hörsaal. Das ist also wieder ein Mehrwert von diesem Medium, beziehungsweise von diesem speziellen Medium, also von Adobe Connect. Nicht jeder Webinarraum kann das so gut. Haben Sie bis dahin Fragen, Bemerkungen, Ergänzungen, Gedanken, die Sie loswerden möchten? Wenn nichts kommt, dann gucke noch die Teilnehmerliste, ob sich jemand meldet. Nein, keine Meldung. Gut, dann gehe ich halt weiter zu verschiedenen Szenarien innerhalb des großen Szenarios Vorlesung. Man könnte zu einer Vorlesung Experten einladen, Experten einschalten. Einmal hat eine Kollegin von mir Noam Chomsky eingeladen für eine halbe Stunde oder 20 Minuten in einer Webinarsitzung. Also das war ein riesengroßes Erlebnis. Also mit ihm live zu sprechen, auch wenn nur in einem Webinar, das ist schon nicht schlecht. Aber man kann auch von anderen Universitäten Experten einladen. Ich habe mehrmals assistiert, zum Beispiel, das ist nicht direkt Vorlesung, ein Spezialszenario bei Verteidigung von Doktorarbeiten, wo der Doktorvater oder die Doktormutter aus den USA kam oder von Hawaii oder wie auch immer. Also man kann Experten einladen und in den echten Hörsaal schalten. Man hat die Möglichkeit auch zu einer Podiumsdiskussion und das mit richtigen Experten, das ist wieder eine Art Experten einladen, aber halt in einer anderen Form, wo die Leute dann halt wirklich live diskutieren und es kostet weniger Leute in den virtuellen Raum zu kriegen, die zu einem Thema Experten sind, als sie dahin zu fahren zu der Vorlesung und Unterkunft und alles bezahlen. Also das ist halt wieder ein Mehrwert von dem virtuellen Raum und auch ein schönes Szenario. Und hier können sich auch die Teilnehmer einmischen, was in einer echten Podium, bei einer echten Podiumsdiskussion ein bisschen schwer ist, wenn 100 Teilnehmer da sind. Aber Adobe Connect bietet die technischen Möglichkeiten, zum Beispiel dieser Fragen und Antworten Board, wo man halt die verschiedenen Fragen an die Teilnehmer oder an die Experten weitergeben kann, die dann halt den Leuten antworten. Und wie Sie schon ausprobieren konnten, wie ich schon gezeigt habe, also Vorlesung mit Teilnehmeraktivierung. So, wie sieht das bei einem Seminar aus? Ein Seminar ist, wie ich das vorhin mal zusammengefasst habe, ist lernenzentriert, dient zur Vertiefung von Inhalten. Und bei einem Seminar ist sehr wichtig die Aktivierung der Teilnehmer. Wie sieht das aus technisch? Wenn ich die Teilnehmer aktivieren möchte, dann bedeutet das, dass die Teilnehmer auch in dem virtuellen Raum aktiv sein müssen. Das bedeutet aber, dass die Medienkompetenz sowohl der Teilnehmer als auch des Dozenten ziemlich hoch sein muss. Und wenn man richtig schön arbeiten möchte in einer Seminargruppe, man kann auch Untergruppen machen. Das geht auch in dem virtuellen Raum Adobe Connect und das geht sehr einfach im Adobe Connect, ohne Schwierigkeiten. Aber dazu braucht der Dozent wirklich eine hohe Medienkompetenz und eine hohe Kompetenz ganz genau bezüglich Adobe Connect. Wenn ich über Medienkompetenz spreche, verstehe ich darunter
die Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und so weiter im Adobe Connect. Also wie man halt dieses System bedienen kann. Und auch die Teilnehmer brauchen eine hohe Medienkompetenz, damit sie nicht den Schock kriegen, wenn sie in einer Gruppe plötzlich auftauchen und nicht in dem Hauptraum sind, wenn sie ihre Mikrofone aktivieren müssen, wenn sie an das Whiteboard schreiben müssen und so weiter. Und hier muss man auch bedenken, dass man diese Kompetenz den Teilnehmern auch beibringen soll. Deswegen bei solchen Situationen, bei Seminaren, lohnt es sich, vorbereitende Sitzungen zu machen, wo den Studenten diese Grundlagen halt beigebracht werden und wo sie ein bisschen mit dem Raum üben können. Als ich meine Seminare im Adobe Connect gemacht habe, habe ich eine Sitzung, eine komplette Sitzung oder zumindest 60 Minuten von einer Sitzung halt der Technik gewidmet. Und die Studenten lernen schnell, vor allem, wenn sie daran interessiert sind, an der Sitzung wirklich teilzunehmen. Wie sieht es mit der Technik aus? Adobe Connect bietet sehr, sehr gute Möglichkeiten für Seminare und für die Aktivierung der Teilnehmer. Die Umfragen haben Sie schon gesehen, die kann man auch bei Seminaren nutzen. Man kann auch den Chat didaktisch nutzen. Dazu habe ich ein Beispiel für Sie aus dem Adobe Connect Dachwiki, wie man Chat zum Beispiel zur Vorstellungsrunde nutzen kann. Die Aufzeichnung ist aus meinem eigenen Webinar damals. Und nicht nur die Aufzeichnung, sondern halt, das ist die ganze Beschreibung des Seminars. Und Sie finden auch unten eine Aufzeichnung, wo Sie sehen können, wie der Chat zu diesem Zweck umfunktioniert werden kann. Sie haben auch die Möglichkeit, dass Sie verschiedene Chatfenster aufmachen. Ich weiß nicht, also bei mir ist der Link aktiv. Ich weiß nicht, wie der Link bei Ihnen aussieht. Ja, was und ich meinte, es geht. Ja, ansonsten ja, zeichnen wir das Webinar auf und oder wir können das auch per E-Mail zuschicken, denke ich, wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse uns hinterlassen. Ja, also das ist halt die Technik. Adobe Connect ermöglicht zum Beispiel, dass man viele Chatfenster nebeneinander öffnen kann und dann kann man halt in dieser verschiedenen Chatfenster verschiedene Ansichten sammeln, verschiedene Beispiele sammeln und so weiter. Also nochmal wiederholen, bei einem Seminar, die Medienkompetenz muss hoch sein, sowohl bei den Dozenten als auch bei den Teilnehmern. Und was die Technik betrifft von Adobe Connect, stehen uns Gruppenräume, verschiedene Chatfenster, verschiedene Layouts zur Verfügung. Ja, vielen Dank für den Tipp, Hanna. Ja, ich hoffe, dass der Link dann funktioniert. Das ist jetzt weg in dem Chat. Ich kann das nochmal hier posten und dann ist es wieder da. So, und ein paar Beispiele für Seminare, Sprachkurs. Ich habe Sprachkurse im Adobe Connect durchgeführt, 4 Semester lang. Die waren sehr erfolgreich. Es gab Studenten, die das Seminar oder den Kurs auch wiederholt haben, weil es ihnen so viel Spaß gemacht hat. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Für Referate kann man das auch nutzen. Das ist kein Problem. Und halt Gruppenarbeit auch als Sozialform oder auch als Methode halt kann man auch machen. Und hier, wir haben das besprochen mit meiner Kollegin Birgit Wittenberg, dass sie hier bei diesem Teil über ihre Erfahrungen erzählen wird, weil sie an der HWK sehr spannende Experimente bzw. Webinar-Seminare durchgeführt haben. Deshalb gebe ich dir das Wort, Birgit.
Ja, genau. Eigentlich zielt es eher auf das, also was wir ganz erfolgreich machen hier in der Hochschule, ist, dass wir Experten einladen. Da haben wir inzwischen mehrere Dozenten, die das tatsächlich nutzen, die Kollegen aus anderen Ländern mit zuschalten. Wir haben unser erster Prof, der das durchführt, ist einer aus der von der sozialen Arbeit, der über die soziale Arbeit im internationalen Kontext ein Seminar anbietet, ein englischsprachiges Seminar, und der dann seine Kollegen aus oder seine befreundeten Professoren aus den USA, aus Russland, aus Italien mit zuschaltet, und wo dann die dann auch, also die dann über Adobe Connect einen Vortrag halten, und wo hinterher die Studierenden von dem Professor hier in Hildesheim dann auch die Möglichkeit haben, Rückfragen zu stellen. Das ist wirklich eine tolle Sache, weil es einfach Dinge ermöglicht. Also es ist wirklich, das ist, da fährt man sonst keinen Ersatz. Also diese Experten für anderthalb Stunden einzufliegen, würde keiner machen. Es wäre einfach sonst nicht möglich, sowas zu tun. Und das ist schön, da live auch aus den jeweiligen Ländern über die Arbeit von sozialen engagierten oder auch in diesem Sozialbereich tätigen Menschen zu erfahren, und auch über natürlich über die Länder und ihre verschiedenen Richtlinien, die dann auch greifen. Ja, das ist ein Kontext. Wir haben relativ viel auch das ist jetzt kein didaktisches Szenario, sondern eher auch im Projektbereich wird es relativ häufig eingesetzt, also auch in Gremien arbeiten, in Projekten, dass sich die Leute, die dann nicht hier in Hildesheim sind, einfach damit zuschalten, wenn Arbeitsgruppentreffen sind, Projektgruppentreffen, dass die über Adobe Connect zugeschaltet werden. Das wird immer mehr eigentlich. Das ist eigentlich ganz schön zu beobachten. Und das Schöne auch an Adobe Connect ist, dass die Leute, die wir betreuen, am Anfang auch sehr schnell selbstständig sind. Denn wir als E-Learning Team möchten natürlich, also haben jetzt nicht die Möglichkeit, wirklich alle über einen langen Zeitraum intensiv zu betreuen, und Adobe Connect ist einfach so einfach anzuwenden, dass die Professoren oder die Lehrenden auch selbstständig dann auch bald können. Das ist für uns eben auch ein Ansatz oder ein Mehrwert auch von diesem Tool. Ja, ansonsten setzen wir auch Adobe Connect inzwischen bei Prüfungen ein, wenn entweder der Erstprüfer oder der Zweitprüfer für eine Prüfung nicht nach Hildesheim reisen kann, dann kann der auch über Adobe Connect zugeschaltet werden. Allerdings ist da mit der Prüfungsordnung, muss man da das natürlich berücksichtigen, wie weit lässt dieses zu. Und es müssen natürlich auch alle einverstanden sein. Oder wir hatten es auch schon, dass der Prüfling zugeschaltet wurde. Also da auch da, weil da kurzfristig verhindert war und auch die Dozenten gesagt haben, uns ist es wichtig, dass wir die Prüfung jetzt durchführen, und haben das dann mit Adobe Connect gemacht. Unsere Präsidentin nutzt auch Adobe Connect, die nutzt es auch für Gremienarbeit, auch in verschiedenen Arbeitsgruppen, aber auch um zum Beispiel mal eine Delegation, die von anderen, also wir haben drei Standorte, unsere Hochschule ist dadurch ausgezeichnet, dass wir in Hildesheim, Holzminden und Göttingen einen Standort haben, und wenn sie dann mal nicht reisen kann, weil Besucher in Holzminden die Hochschule in Holzminden besuchen, dann schalten wir sozusagen unsere Präsidentin dazu, und die begrüßt dann auch diese Delegation und nutzt es dafür einfach auch. Das sind natürlich jetzt keine didaktischen Szenarien, sind aber auch Szenarien, wo Adobe Connect an der Hochschule eingesetzt wird. Ja, ich glaube, damit ist das jetzt auch schon. Also das ist vielleicht auch noch was. Wir sind eine Präsenzhochschule, wir wollen es auch bleiben, und wir suchen einfach dann die Nischen, wo wir dieses Online-Medium dann auch dafür einsetzen können. Also wir wollen jetzt keine Vorlesungen ins Internet verlegen. Das ist nicht unser Ziel, aber wir wollen eben versuchen, Dinge möglich zu machen, die sonst nicht möglich sind. Auch mit anderen E-Learning-Tools, aber auch mit Adobe Connect. Dankeschön, Birgit. Also ich finde, obwohl vielleicht nicht alle didaktische Szenarien sind, aber dass dieses Experten zuschalten und dass die Studierenden mit dem Experten sprechen können, das ist eine sehr, sehr schöne Sache und hat auf jeden Fall Mehrwert dem traditionellen Präsenzunterricht gegenüber. Wie gesagt, das ist für mich wichtig, dass halt der Raum oder dass der Einsatz von einem E-Learning-Medium oder digitales Medium einen Mehrwert bringt in die Lehre. Ja,
Es gibt auch sonstige Szenarien. Sonstige Szenarien nenne ich jetzt verschiedene Mutationen, nicht ganz, aber verschiedene Formen von Vorlesungen und Seminaren. Zum Beispiel, wo Webinare eingesetzt werden in der letzten Zeit an der Universität Göttingen, das ist ein Fernstudiengang für Agrar-Business-Ausbildung, also für Agrarleute ein MBA-Studiengang. Und in diesem Studiengang werden regelmäßig Webinare durchgeführt als Teil der Ausbildung. Und die Teilnehmer müssen an diesen Webinaren auch teilnehmen. Und die Dozenten und die Dozentinnen haben ein interessantes Format etabliert bei diesen Webinaren und sie nutzen eine technische Möglichkeit von Adobe Connect, und zwar, dass man bei Adobe Connect ganz viele Webkameras gleichzeitig schalten kann. Und sie bereiten dann halt die Sitzungen vor, indem sie den Studierenden die Materialien in Ilias hochladen, in ein Learning Management System, und dort können Sie, also die Studenten, die Materialien angucken, herunterladen, Videos angucken, durchlesen, Artikel und so weiter. Und in den Webinaren werden diese Materialien vertieft, beziehungsweise es wird über diese Materialien diskutiert. Und das in einer Form, dass die Teilnehmer alle ihre Webkameras einschalten. Dann sieht man halt die ganze Gruppe per Webkamera, und so diskutieren sie halt dann mit dem Professor. Und das ist halt, wie gesagt, ein interessantes Szenario, das funktioniert, und die Teilnehmer bleiben auch am Ball. Und wie gesagt, so haben wir viele spannende Sitzungen so erlebt mit den Teilnehmern. Man muss dazu aber auch sagen, dass dieses Szenario gut vorbereitet werden muss oder musste. Wir hatten oder ich hatte mit den Teilnehmern am Anfang Vorbereitungssitzungen gehabt oder Termine, wenn sie sich in den Raum einloggen konnten und den Raum testen konnten und ausprobieren konnten, ob ihre Webkameras funktionieren, ob ihr Mikrofon funktioniert und so weiter und so fort. Aber mittlerweile, wie das Semester vorangeht, kennen die Teilnehmer schon ihre Computer und ihre Kameras, und sie wissen schon, wenn die Bandbreite ein bisschen niedriger ist, dann schalten sie das Videobild ab. Sie bleiben nur per Headset drin oder wie auch immer. Also ihre Medienkompetenz wächst auch mit der Zeit. Das ist auch sehr schön zu beobachten. Und man kann auch Hybrid-Sitzungen machen. Unter Hybrid-Sitzungen verstehe ich jetzt ein Szenario, wo Adobe Connect oder das Bild mit Adobe Connect nicht nur in einen Seminarraum gestreamt wird, wie das bei Birgit Wittenberg so der Fall war, sondern man kann das auch richtig in eine Riesenhörsaal streamen. Das meine ich, dass man halt die Online-Veranstaltung in eine echte Präsenzveranstaltung integriert, und die Leute können sich auch von weit zuschalten, wenn sie möchten, aber auch die Studierenden vor Ort können halt der Vorlesung folgen. Ja, das ist hier so ein Szenario, ein Videokonferenz eher. Aber das kann man auch, sowas kann man auch mit Adobe Connect machen. Das ist wieder technikspezifisch. Also Adobe Connect kann das, kann viele Videobilder parallel laufen lassen. Bei den Agrarleuten waren das wie 4, 12 oder 14 oder so. Da waren die Leute allerdings zu Hause. Bei anderen Räumen ist es nicht immer möglich, so viele Kameras aneinander zu schalten oder gleichzeitig in den Raum zu schalten. Ja, als Ulrich, ich lese das, also Hybridveranstaltungen mit Adobe Connect eher schwierig. Sie schreiben noch gerade, also
Es wäre interessant zu wissen, warum. Finden Sie das so? Also, das, was wir gemacht haben, beziehungsweise wo ich das erlebt habe, das waren diese Verteidigungen von Doktorarbeiten, wo die Zuhörer, die Kollegen und Teams und so weiter wirklich in dem großen Hörsaal gesessen haben. Der Doktorvater und die Assistenten saßen im Adobe Connect und der Referent hat dann in dem Hörsaal referiert. Und da entstand auch eine ganz rege Diskussion. Deswegen habe ich das hier aufgeführt, weil wir halt so das schon mal gemacht haben. Aber wir haben auch eine gute Medientechnik in dem Hörsaal. Es kann sein, dass wo das halt nicht so ausgebaut ist, dass es nicht so einfach ist. Ich warte ab, die Bemerkungen in dem Chat. Ich finde den Chat ganz spannend. Birgit, kannst du vielleicht den Chat größer machen? Jetzt läuft da ganz viel. Vielleicht könntest du das maximieren. Dankeschön. Nein, mehr bringt jetzt nicht, das weiter noch in die Breite zu ziehen. Ja, kann man trotzdem schon besser sehen. Dankeschön. Ein Nachteil von Adobe Connect und dem Bot-System ist, dass es nicht so einfach ist, die Bots ohne Maus zu bewegen. Oder ich bin nicht so geschickt mit meinem Touchpad. Deswegen bat ich Birgit darum, mir zu helfen. Das Zuschalten von externen Zuschauern zu einer Präsenzvorlesung. Das bei diesen Doktortitelverteidigungen war das so ein Szenario, würde ich mal sagen. Da hatte der Doktorand halt den Headset auf und er hat referiert. Und die Zuhörer, also der Doktorvater und die Assistenten auf der anderen Seite, haben dann ganz gut zugehört. Meinen Sie das technisch, Hans Ulrich, dass es technisch schwer zu verwirklichen ist, oder ist die Qualität nicht so gut? Hanna, von der technischen Seite aus ist das das Gleiche. Also wir waren genauso in dem großen Hörsaal. Genau die Technik haben wir genutzt und dass die Person über seine Doktorarbeit eine Stunde Vorlesung gehalten hat oder ob das ein Professor ist, der eine Vorlesung hält, das ist all das Gleiche. Ich versuche Ich das finde mal. die Versuche Diskussion Mikrofon. sehr spannend. Aber. Man kann sie hören. Ja, klappt. Ja. Also ich bin oder habe häufiger bin mit der Idee konfrontiert, dass so zu so realen Vorlesungen, die in normalen Hörsälen stattfinden,
Denn die Idee existiert, dass dann nochmal vielleicht zu 50 realen Studierenden nochmal 10 extern dazugeschaltet werden können. Das halte ich immer ein bisschen schwierig, weil dann die technischen Voraussetzungen nicht so gut sind, wie sie für diesen Zweck eigentlich gebraucht werden, weil der Dozent dann die Präsentation in Adobe Connect halten muss, auch für die lokalen Teilnehmer, und dann dieser ganze Aufbau vom Adobe Connect drumherum auf der lokalen Präsentation gezeigt wird. Das finde ich insgesamt nicht ganz so glücklich, und ich finde, dass dabei dann die entfernten Teilnehmer auch irgendwie leicht zu kurz kommen. Also in kleineren Veranstaltungen, lokal 5 und dann nochmal 5 dazugeschaltet oder so, stimme ich absolut zu, funktioniert das gut. Aber davon werden gleich dann häufig Szenarien abgeleitet, wo es dann nicht mehr so gut funktioniert in einem großen Hörsaal. Das finde ich spannend. Ja, Birgit? Da kann ich auch noch, wir hatten jetzt eine Veranstaltung, wir haben tatsächlich eine Veranstaltung also ins Internet übertragen mit Adobe Connect. Also wir hatten dann die Adobe Connect-Adresse dann frei, also bekannt gegeben, und wir hatten dann diese Veranstaltung mit zahlreichen Vorträgen, die nacheinander liefen, dann ins Web gestreamt über Adobe Connect. Das ging eigentlich ganz gut, und wir hatten auch so ein paar Fragen von den Teilnehmern, die davor saßen. Aber das bedeutet natürlich auch, dass man noch einen Co-Moderator hat oder der dann eben guckt, was schreiben die Leute in den Chat. Und es war natürlich schon auch so, dass es wenig interaktiv jetzt war. Es waren eher tatsächlich Präsentationen, und man konnte auch eine Frage stellen jetzt, aber das war jetzt nicht so richtig auf Diskussion ausgelegt. Es ist natürlich eine andere Situation, ob man eine Präsentation jetzt überträgt oder eine Vorlesung, und man möchte bestimmte Lernziele erreichen. Das ist nochmal ein anderes Setting. Ja, also vielen Dank für die Beiträge. Zu dem Chat wollte ich noch sagen, technisch, rein technisch gesehen, ob jetzt Studenten auf der anderen Seite sitzen oder Prüfer, das ist in dem Sinne halt nicht so relevant. Hans-Ulrich, haben Sie recht. Das stimmt so, man muss dann im Adobe Connect präsentieren. Das stimmt. Also na, damit muss man sich halt abfinden. ob man das möchte oder nicht, das ist tatsächlich so. Ich wollte dazu sagen, dass ich sowas erlebt habe, und zwar bei der Freie Uni Berlin, wo eine, wie soll ich das sagen, so Workshop nicht, so ein Tag mit mehreren Vorlesungen und Vorträgen halt gestreamt wurde in Adobe Connect, und das war einfach toll. Aber da gab es, denke ich mal, zwei Moderatoren mindestens. Und der eine stand dann neben dem Referenten oder war direkt in dem Raum und hat dann getippt, wenn Fragen kamen. Aus dem Publikum, dann hat er das halt reingetippt, damit das die Leute auch in dem Raum sehen können. Und genauso die Fragen von dem Raum aus hat er dann zusammengefasst laut und hat an den Vortragenden weitergegeben. Das war sehr interessant und spannend zu erleben. Aber das hat auch sehr gut funktioniert. Also ich fand das sehr schön, dass ich da mitmachen durfte. Das war ein schönes Erlebnis. Aber Birgit, du hast recht. Also ich schätze mal, mindestens zwei haben das noch co-moderiert. Da bin ich mir sicher. Also nochmal zu der Übertragung, wir hatten dann einfach Application Sharing gestartet auf dem Präsentationsrechner, wo die Referenten dann also auch ganz normal dann in PowerPoint navigiert haben. Also das war eigentlich für die Referenten kein Unterschied, weil Application Share, also Bildschirmfreigabe war, und dann konnten sie einfach ganz normal in PowerPoint hantieren und auch ihre Präsentation zeigen, und hatten auch vorne hatten wir nicht jetzt irgendwie das Adobe Connect Fenster, sondern das hat man eigentlich gar nicht gesehen, es war versteckt. Das war eigentlich ganz, also es hat relativ gut funktioniert. Ja, auf jeden Fall sind wir einig, das ist ein spannendes Szenario. Technisch eine große Hürde, moderationstechnisch auch.
Man muss es gut planen, aber es ist machbar. Bist du mit mir einverstanden, Birgit? Ja, es gibt immer, also Technik ist immer, kann immer schwierig sein. Aber Ja. oft kann man es lösen. Ich sage immer, der Teufel der Technik, der lauert immer hier. Er ist Aber das immer glaube ich dann. jetzt auch hier unter den Putz. Das kann immer zuschlagen. Da können wir uns auch gerne noch mal drüber austauschen, ne? Was ihr so für Erfahrungen gemacht habt und so. Das finde ich echt ein spannendes Thema auch, gerade so diese Übertragung von Veranstaltungen ins Netz. Ja. Und vielleicht kannst du auch noch das nächste Layout, also mit den Stolpersteinen, das passt irgendwie auch dazu, oder? Dieser Diskussion kann man jetzt auch darauf beziehen. Hanna, Sie können auch gerne schreiben, was Sie genau gemeint haben. Also vielleicht habe ich nicht ganz verstanden, was Sie meinen. Ich finde diese Diskussion wirklich sehr spannend. Also hier wäre die Frage, wo sehen Sie Stolpersteine bei Webinaren oder bei verschiedenen didaktischen Szenarien in Webinaren, aber auch gerne bei diesen Hybrid-Veranstaltungen. Mehr Übung und technisches Know-how oder halt ein Team, der da steht. Und man muss es vorher testen, definitiv. Also ich kann nicht in so ein Szenario reingehen, dass, wups, jetzt streame ich bei Adobe Connect. Nein. Also da gebe ich Ihnen recht, das ist schwer. Ja, das stimmt, Hanna. Also man muss schon gucken, das halte ich für wichtig, dass man die Technik dann einsetzt und so einsetzt, dass der Einsatz der Technik auch einen Mehrwert bringt. Definitiv. Ansonsten nur Technik der Technik wegen, weil das so cool aussieht oder wie auch immer, das würde ich nicht machen. Hans-Ulrich Kiel, ja, viele haben diesen Gedanken. Ich kann einen Webbrowser bedienen. Also, ich kann auch ein Webinar durchführen. Genau. Also, das geht nicht so. Beziehungsweise ein einfaches Webinar, wo man die PowerPoint-Präsentation durchblättert, das geht. Aber Hybrid-Szenarien oder wirklich aktivierende Szenarien und aktivierende Methoden, dazu braucht man Übung. Gut. Also, vielen Dank. Ich Weißt du, sehe. was wir, Ja, Birgit? weißt du, was wir noch gar nicht angesprochen haben? Ein Mehrwert sind die Aufzeichnungen. Das muss man auch noch mal, ne? Dass man natürlich auch solche Dinge dann schnell aufzeichnen kann oder dass man es einfach parallel aufzeichnet und man gleich nachhaltig auch das noch mal bereitstellen kann. Das ist tatsächlich auch etwas, was wir gerade auch bei dieser Übertragung der Konferenz sehr intensiv genutzt haben, indem wir dann eben die Referenten gleich aufgezeichnet haben und hinterher dann auch im Netz bereitstellen konnten. Ja, das ist kein Szenario so direkt, aber das kann man im Zusammenhang mit allen Szenarien sehr gut nutzen. Ich denke schon, also bei den Agrarleuten, die nutzen schon die Aufzeichnungen und sie fragen auch nach, wenn die Aufzeichnung nicht online ist. Wie ist das bei euch, Birgit? Hanna, also bei dieser Konferenz, bei dieser Aufzeichnung, das war relativ gut nachgefragt, gerade auch kurz darauf. Da wurden nochmal die Vorträge doch nochmal auch abgerufen. Aber das veräppt dann natürlich irgendwann. So, und ich bin auch am Ende angekommen und ich denke, wir sind auch zeitlich am Ende angekommen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auch für Ihre aktive Mitarbeit. Obwohl wir so wenig waren, habe ich trotzdem was gelernt und ich fand das sehr interessant, diese kleine Diskussion jetzt am Ende über die Erfahrungen mit den Hybrid-Meetings. Das fand ich sehr spannend. Also vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.